mein Name ist Miriam Zeller. Ich habe 1959 geheiratet und bin dann also durch die Heirat hierher gekommen. Und mein Mann war Hermann Zeller, der Gründer des Museums. Und das hat mich halt auch von Anfang an begeistert. Die Sachen, wo gekommen sind und wo er gesammelt hat, die waren ja mehr als schmutzig. Und das habe ich halt alles daheim gereinigt und sauber gemacht. Und mein Mann hat es ergänzt oder was halt zu tun war. Er war ja auch kriegsbeschädigt und zwischenrein oft sehr krank. Und dann habe halt ich auch Führungen machen müssen am Anfang und verschiedene Telefone erledigen, also was halt angefallen ist. Und ich habe in der Zeit, habe ich gesagt, ich möchte halt so gerne mal an dem offenen Herd stehen und da etwas kochen. Und so bin ich durch die schwäbische Küche, die ich von meiner Schwiegermutter angenommen habe. Mein Mann hat immer gesagt, ah, gehst halt zur Mutter um, die zeigst dir dann schon, wie es geht. Da habe ich dann Spätzle gemacht, ja, und Schupfnudeln. Das ist halt sehr gut angekommen. Dass ich jetzt auch noch im Nachhinein, nach so vielen Jahrzehnten, eine Anerkennung bekomme, das ist schon was Besonderes. Das macht sie auch wirklich stolz, macht uns auch als Familie und mich als Tochter auch stolz, dass meine Mutter jetzt nach so vielen Jahren eine Verdienstmedaille kriegt. Also das macht uns alle stolz, die ganze Familie. Es hat schon Freude gemacht auch, gell? Ja.